Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den deutschen Kinos läuft zurzeit der Film Die dunkelste Stunde über den englischen Kriegspremier Winston Churchill. Es ist ein Lehrfilm über die Kraft des Wortes in einer fast ausweglosen Situation, als England sich mit fast leeren Händen und eben leidenschaftlichen Worten verteidigen musste. Nun liegt es mir fern, die Frau Bundeskanzlerin mit dem wortgewaltigen Winston Churchill vergleichen zu wollen. Aber ein bisschen mehr Pathos, ein bisschen mehr Tiefgang oder auch das, was Helmut Schmidt mal kritisch Vision genannt hat, das würde ich und hätte ich mir schon gewünscht, lieber Herr Lindner. Denn Sie behaupten ja wieder, eine gespaltene Gesellschaft versöhnen zu wollen, auch mit der Kraft der Ansprache. Die nicht mehr ganz so große Koalition sozusagen als Schmiermittel zur Integration der täglich neu Ankommenden in die Gemeinschaft der schon länger hier Lebenden. Von Deutschen, Frau Bundeskanzlerin, war bei Ihnen schon lange nicht mehr die Rede und im geschriebenen Text habe ich es nicht gefunden. Aber Sie haben das erste Mal wieder von Deutschen gesprochen. Das ist der Erfolg der AfD.